Hallo, ich bin die Kylie, ich bin die Rosalina und ich bin die Tamara. Und zusammen sind wir the best Trio. So wie es aussieht, werdet ihr für uns tanzen. Ja, richtig. Na dann könnt ihr mal loslegen, ich bin gespannt. Also, das war mega, mega klasse. Und die Art, wie ihr getanzt habt, war wirklich unglaublich. Wirklich, wirklich. Dankeschön. Ja, also genauso wie Bruce gesagt hat, habt ihr so super duper getanzt und ihr habt wirklich Talent. Mir geht's genauso. Und auch die Art, ihr habt alles so gleichmäßig gemacht und ich bin sprachlos. Ja, also ich fand's auch sehr gut. Aber eine Frage, seit wie vielen Jahren tanzt ihr denn schon? Wir tanzen jetzt schon, seit wir 3 Jahre alt sind. Das finde ich wirklich unglaublich. Bruce? Ihr kriegt definitiv ein Ja. Von mir auch. Ich gebe euch auch ein Ja. Von mir natürlich auch. Viermal Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid weiter. Dankeschön, vielmals. Oha, dankeschön. Damit hätten wir nicht gerechnet. Danke, bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, die sind weiter! Oh Mann, ich wünschte, ich, Melissa und Myla wären genauso. Es wäre doch voll cool, wenn ich berühmt bin. Oh, das wird sowieso nicht klappen, weil ich kein Hobby habe. Ich glaube, das wird sich bald ändern. Hey Lola, was geht? Melissa, es ist wichtig. Ist Myla neben dir? Nee, aber ich kann sie rufen. Myla, komm mal! Jetzt ist sie da. Hallo! Okay, Leute, hört gut zu. Ich habe gerade Supertalent geguckt und dort gab's 3 beste Freundinnen, die Hip-Hop getanzt haben. Ja, cool. Und? Jetzt kommt's. Die 3 hatten 4-mal Ja und sie sind jetzt weiter. Ja, Lola, und warum erzählst du uns das? Oh, Leute, jetzt denkt doch mal logisch. Wie wär's, wenn wir das auch machen? Du willst, dass wir zu Supertalent gehen? Nein, Melissa, ganz falsch. Ich meine, dass wir zusammen Hip-Hop lernen und vielleicht irgendwann, wenn wir schon so geübt sind, dann zu Supertalent gehen. Das mit Hip-Hop klingt cool, aber das mit Supertalent, ich glaube, darüber reden wir in 10 Jahren wieder. Ja, okay. Und, wie findet ihr meine Idee? Mega. Prima. Na dann bespricht ihr das jetzt noch mit euren Eltern und ich besprich das mit meinen. Alles klar. Wir kommen danach zu dir und dann können wir unsere Outfits besprechen. Ja, super, Myla. Und ich habe schon eine Idee. Okay, Myla. Okay, Melissa. Na dann, bis später. Mama! Ja, Lola, du hast gerufen. Du, Mama, ich wollte fragen, ob ich mit Myla und Melissa zum Hip-Hop gehen darf. Lola, Hip-Hop? Ich bin mir da nicht so sicher, ob das was für dich ist. Oh Mann, Mama, du sagst doch, dass ich nicht immer zu Hause hocken soll. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Nur, Lola, ist es nur so, erinnerst du dich, als du im Ballett warst? Ja, das war aber anders. Dort gab es so eine schlimme Ballettlehrerin. Lola, es gibt immer böse Menschen. Es kann ja auch sein, dass wieder eine Böse auf euch zukommt. Dann würden wir die Böse einfach zu dritt vernichten. Lola! Ja, gut, dann nicht. Also, darf ich, Mama? Bitte. Okay, von mir aus, Lola. Aber versprich mir, dass es keine Eintagespflege sein wird. Nein, wird es nicht. Danke, Mama. Du bist die allerbeste. Bitte, mein Schatz. Na dann erkundige dich mal, wo man hier in der Nähe Hip-Hop machen kann. Das werde ich machen. Mit Melissa und Myla. Oh, schau mal, Lola. Klick mal hier drauf. Ich glaube, das ist in der Nähe. Okay. Oh, ich glaube, wir haben etwas gefunden. Ja, das ist einfach nur 5 Minuten von hier mit dem Auto entfernt. Perfekt. Und Lola, ich und Melissa haben uns schon über unsere Outfits Gedanken gemacht. Na prima, nur leider müssen wir bis Donnerstag warten. Oh nee, ich wünschte, es wäre schon heute. Das wäre cool. Ach Leute, die 2 Tage können wir doch aushalten. Oh ja. 2 Tage später.
Wow, Leute, ihr seht so cool aus. Und du erst, Lola. Wir werden die Bude rocken. Hier, Lola. Danke, Melissa. Und jetzt lass uns gehen. Okay, hier sollte es sein. Oh, oh, hier war auch damals die Ballettschule. Leute, was für eine Ballettschule? Was habe ich verpasst? Oh, Myla, das willst du wirklich nicht wissen. Ja. Ah, ihr müsstet die Neuen sein, so wie ich von der richtigen Trainerin Maike gehört habe. Sind sie etwa nicht unsere richtige Trainerin? Nee, leider nicht. Maike ist krank, deshalb vertrete ich sie. Mein Name ist Verena. Ah, okay. Uiuiui, was haben die denn da an? Das trägt man eigentlich nicht in Hip-Hop. Naja, egal. Okay, wir starten mit dem Aufwärmen. Ey, was sind das denn für Leute? Schau mal, wie die aussehen. Lass es, ich mache mich nicht über andere Leute lustig. Mann, Spielverderberin. Ey, habt ihr gehört, wie dieses Mädchen über uns geredet hat? Nö, was hat sie denn gesagt? Die sagt einfach zu uns, dass wir hässlich aussehen. Mann, wie kann man nur so sein? Ja, voll, ey. So, zum Aufwärmen mache ich eine schöne Musik für uns an, sodass ihr ein bisschen Spaß dabei habt. Ach, warum macht ihr das nicht richtig? Und jetzt stellt euch mal ein bisschen auseinander, ihr steht so eng aneinander. So, als nächstes beugen wir uns. Hey, ich weiß, ihr seid neu, aber trotzdem müsst ihr mitmachen. Ja, aber ich dachte, wir sind im Hip-Hop. Wann tanzen wir endlich? Du weißt schon, dass Aufwärmen auch zum Hip-Hop gehört. Ach, ups, du bist ja neu. Woher solltest du das dann wissen? Lass Lola in Ruhe. Sorry. Außerdem wusste ich, dass man sich aufwärmen muss. Was ist denn mit euch los? Ihr müsst mir schon die Übungen nachmachen. Ja, okay, von mir aus. So, trinkt jetzt mal einen Schluck und danach tanzen wir. Hallo, warum setzt ihr euch einfach auf meinen Platz? Das ist nicht dein Platz, wir haben uns hier zuerst hingesetzt. Aber ich war zuerst im Hip-Hop. Sei kein Kindergartenkind. Das bin ich nicht. Von wegen. Mann ey. Hier ist es eigentlich voll chillig. Ja, total. Okay, Lieben, ich weiß, ich bin nur die Vertretung und da Maike nächste Woche bestimmt mit euch ihren eigenen Tanz üben möchte, werde ich einfach einen provisorischen Tanz mit euch üben. Ja, darf ich auch ein bisschen mithelfen? Ja klar, ich weiß ja von Maike, dass du schon sehr gut im Hip-Hop bist. Ja, ja. Na dann würde ich sagen, starten wir mal. Also, der erste Schritt vom Tanz würde so gehen. Und ihr müsst mit euren Armen richtig übertriebene Bewegungen machen. Magst du uns das vormachen? Habt ihr das gesehen? Sie kann das schon sehr gut. Und das Gleiche möchte ich auch von euch sehen. Melissa, versuch's ein bisschen deutlicher zu machen. Bei dir gilt genau dasselbe. Wow! Versuch mal, so richtig übertriebene Bewegungen einzubringen. Deins war ganz okay. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem nächsten Schritt an. Und jetzt nochmal langsam für euch. Eine Stunde später. Guten Appetit wünsche ich euch. Dankeschön, Schatz. Mama, warum hast du mir Spaghetti mit Garnelen gegeben? Du weißt doch ganz genau, dass ich das nicht mag. Oh Schatz, Entschuldigung, das habe ich wirklich vergessen. Ich habe das nicht getrennt gemacht, sondern ich habe einfach Garnelen und Spaghetti in einem Topf gekocht. Mama, warum hast du nicht an mich gedacht? Lola, sei bitte nicht so zu deiner Mutter. Sie hat extra was für dich gekocht. Jetzt sei mal dankbar. Oh, vielleicht kannst du einfach die Garnelen rauspicken und mir geben. Aber dann stinkt es immer noch nach Garnelen. Lola, was habe ich dir gesagt? Ja, okay, ich esse sie. Du brauchst sie doch nicht zu essen. Du kannst sie mir wirklich geben. Viel besser. Lola, wie hat es dir eigentlich im Hip-Hop gefallen? Ach, im Hip-Hop? Einen Moment, warte. Da war es mega toll. Viel besser als im Ballett.
Na prima, Lola. Es freut mich, dass du endlich ein Hobby gefunden hast. Yep, mich freut das auch. Und habt ihr heute schon einen Tanz einstudiert? Ja, einen mega coolen Tanz. Na prima, dann kannst du es uns ja vorführen. Was? Wirklich? Wollt ihr das? Aber ich muss nach dem Essen duschen und dann ist ja Schule. Na komm schon, bitte. Das dauert doch wirklich nicht lang. Okay, wie ihr meint. Okay, Lola, du kannst beginnen. Die Musik läuft. Okay, ich drück jetzt mal drauf. Okay, na dann fange ich mal an. Wow, Lola, du bist ja eine richtige Tänzerin. Ach, Papa, übertreib nicht. Doch, Lola, das sah wirklich gut aus. Oh, echt? Ich weiß, ich kann's halt. Mama, Papa, ich geh jetzt duschen. Okay, mach das. So, hallo. Heute tanzen wir ein bisschen, aber zuerst wärmen wir uns auf. Und wer eine macht etwas falsch. Aber das ist gemein. Es interessiert mich nicht, ob irgendwas gemein ist oder nicht. Hauptsache, ihr macht richtig mit. Aha, kann ich das richtig sehen? Haben wir hier neue Kinder? Na hopp, stell dich mal vor. Ich bin die Lola. Ich bin die Myla. Und ich bin die Melissa. Ah ja. Was seid ihr denn für Vögel? Ihr denkt auch, ihr könnt so mega Hip-Hop machen, dass ihr euch so anziehen müsst. Lächerlich. Geht's noch? Wie kann eine Trainerin sowas sagen? Ich kann's halt. Also hopp, hopp, hopp. Wir fangen an, uns aufzuwärmen. Los! Können Sie bitte heute eine Musik anmachen? Das letzte Mal mit Verena war es so schön, weil sie eine so schöne Musik uns angemacht hat. Musik? Nein, danke. Du weißt doch, dass wir uns immer ohne Musik aufwärmen. Aufstellung! Wenn ihr nicht alles sofort mitmacht, dann schmeiße ich euch alle bis auf Tiana raus. Uns doch egal. Maike, ich habe eine Frage an Sie. Wer, denken Sie, kann am besten tanzen? Natürlich du, das ist doch klar. So, wir wärmen uns jetzt weiter auf. Los! Was seid ihr jetzt schon alle aus der Puste? Schaut euch mal diese tapfere Tiana an. Sie ist gar nicht aus der Puste, aber ihr... Oh, ich verliere die Nerven bei euch. Bitte, ich brauche Wasser. Können wir eine kleine Pause machen und was trinken? Ja, bitte. Nein, wir haben noch gar nicht viel gemacht. Hopp, hopp, weiter. 10 Minuten später. So, wir lernen jetzt einen Tanz. Ich habe zwar keine Lust, aber naja, egal. Bitte, bevor wir den Tanz lernen, dürfen wir bitte etwas trinken, sonst schaffe ich das nicht. Ich sterbe gleich vor Durst. Oh, man kann nicht mal mit euch trainieren. Oh mein Gott. Es reicht jetzt. Was sind Sie für eine Trainerin? Wir wollen jetzt endlich was trinken. Kommt, Mädels. Mann, ey, was ist das überhaupt für eine Trainerin? Verena war viel besser. Ja, genau. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet Rache. Aber mir fällt leider nichts ein, was wir machen können. Das überlegen wir uns noch. Warum hört die drei nicht auf mich? Ich hab doch gesagt, nicht trinken, weil wir den Tanz üben wollten. Sorry, Maike. Wir hatten halt so Durst. Und mussten trinken. Das interessiert mich nicht. Fakt ist, dass ihr nicht auf mich gehört habt. Wenn ihr weiter nicht auf mich hört, dann schmeiß ich euch von hier raus. Leute, mir ist ein Streich eingefallen. Los, sag, sag, sag. Ich hab mir gedacht. Also, Maike nutzt ja immer das Radio, um uns Musik fürs Tanzen anzumachen. Wenn wir das Radio kaputt machen, indem wir Wasser drüber schütten, dann
wird sie dafür verantwortlich gemacht, dass sie das Radio kaputt gemacht hat. Und kann uns nicht mehr trainieren. Oh ja, Myla, das ist so eine gute Idee. Super, aber bevor wir das machen, müssen wir irgendwie Maike ablenken. Leute, das übernehme ich. Passt gut auf. Was ist denn los, Lola? Alle sind die ganze Zeit beschäftigt und ich muss warten, bis ihr fertig seid. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass jemand draußen Ihren Namen gerufen hat und etwas von Ihnen wollte. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin gleich da, wartet hier! Melissa, möchtest du das Wasser drüber schütten? Boah, ja, das mache ich gern! Oh mein Gott, das Radio ist explodiert! Ups. Uiuiui, das wird Maike gar nicht gefallen. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber wenigstens wissen wir, wer das war. Hm? Ach, nichts. Ah, Mist, also diese Lola wird noch was erleben. Lola, du hast mich angelogen. Was? Ach, du meine Güte, das Radio? Wer war das? Damit kann ich ja keine Musik mehr anmachen. Wissen Sie was? Sie fragen sich bestimmt gerade, wer das hier gewesen ist. Ich weiß es. Okay, raus mit der Sprache. Das waren diese drei neuen Mädchen. Lola, Melissa und Myla. Ich wusste, dass mit diesen drei irgendwas nicht stimmt. Schon von Anfang an waren die mir unsympathisch. Mach die Fliege jetzt, ich muss mit denen ein ernstes Wörtchen reden. Könnt ihr drei mir das Radio erklären? Nein, was für ein Radio? Wir wissen nicht, wovon sie sprechen. Oh, Lola, hör bitte auf, das zweite Mal zu lügen. Du hast mich vorhin schon angelogen. Ich weiß, dass ihr das mit dem Radio wart. Tiana hat es mir erzählt. Oh, glaubt mir. Ihr werdet es noch büßen. Oh, oh.